Beratung begann vor langer Zeit. Das heißt, vor sehr langer Zeit. Bereits 510 vor Christus wurde der Athener Kleisthenes vom Orakel in Delphi beraten, bevor er sich für die Neuerung namens Demokratie erfolgreich einsetzte. 2000 Jahre später, wir befinden uns mitten in der Industrialisierung. Die ersten Fabriken entstehen. Im Jahr 1870 gründete Charles T. Sampson eine Schuhfabrik. Fachkräfte sind rar. Er muss auch ungelernte Arbeiter einsetzen. Er entwickelt vollkommen neue Produktionsabläufe und hat damit Erfolg. Anschließend unterstützt er mit seinem Wissen den Leiter einer Wäscherei und wird so zu einem der ersten Unternehmensberater. 1920. Mary Parker Follett und Harold Whitehead betreten die Bühne der Wirtschaftsgeschichte. Ihr Interesse richtet sich nicht mehr auf Effizienz. Sie wollen wissen, wie sich Ware am besten verkaufen lässt. Ihre Erkenntnisse und Beratungen führen zu weiterem Wirtschaftswachstum. 1929. Weltwirtschaftskrise. Die Banken befürchten den Verlust ihrer Investitionen. Deshalb beauftragen sie Fachleute mit der finanziellen und rechtlichen Sanierung angeschlagener Unternehmen. Einer von ihnen, der Anwalt Marvin Bauer, erkennt schnell, unsere Arbeit greift zu kurz. Wir brauchen jemanden, der sich nicht nur um Zahlen, sondern um die Strategie der Unternehmen kümmert. Bauer findet mit James O. McKinsey einen Partner, der ihm hilft, dieses Problem zu lösen. Gemeinsam gründen sie ein bis heute bedeutendes Beratungsunternehmen. Im Zweiten Weltkrieg suchte die USA für ihre strategische Herausforderung Hilfe bei Beratungsunternehmen. Bald darauf ist Unternehmensberatung in der ganzen Welt bekannt. 1953 wird Unternehmensberater in der Bundesrepublik zu einem offiziell anerkannten Beruf. Im Laufe der nächsten 30 Jahre entstehen enorme technologische Möglichkeiten. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für den besonderen Wert von Menschen. Mitarbeiter sind mehr als Zahnräder in einem Getriebe. Damit entsteht wieder eine neue Art der Beratern. Sie helfen Führungskräfte dabei, ihre Ideen effektiv an Mitarbeiter und Kunden weiterzugeben, sowie Mitarbeiter und Kunden am Innovationsprozess zu beteiligen. Wir stehen heute an einem ähnlichen Scheideweg wie Kleisthenes und Bauer. Nie dagewesene gesellschaftliche Möglichkeiten treffen auf nie dagewesene unternehmerische Möglichkeiten und weltverändernde Technologien. Kapital und Unternehmensgröße sind längst nicht mehr so bedeutend wie noch vor einigen Jahren. Ein kleines Unternehmen kann mit moderner Technologie und passender Kommunikation genauso stark sein wie ein großes Unternehmen. Die Frage ist also nicht mehr, ob Sie ein großes oder ein kleines Unternehmen führen. Die Frage ist, wie Sie Ihre Ideen mit Social Media, modernen Führungstechniken und passenden Kommunikationsmitteln kombinieren. Wir von Armin Ruser Trainings helfen Ihnen mit unserem Angebot gerne, diese Herausforderung zu meistern. Wir verändern mit Ihnen die Zukunft.